Der Kollege Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn hat jetzt das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch die Grünen sind entschieden dafür, Teilzeitarbeit im Alter zu fördern, um den Arbeitsmarkt zu entlasten und einen gleitenden Übergang in den Ruhestand zu ermöglichen. Insofern würde ja sowas wie geförderte Altersteilzeit erstmal ganz gut klingen. Aber ich wiederhole mich jetzt hier zum x-ten Mal, aber vielleicht nehmen Sie das doch mal zur Kenntnis, dass das, was sich da geförderte Altersteilzeit nennt, ein Etikettenschwindel ist, weil halt 90%, die Zahl ist ja auch schon des Öfteren gefallen, halt keine Teilzeit sind, sondern diese Blockteilzeit, die eigentlich Vollzeit ist, und dann null, also nichts mit Teilzeit. Also es geht um früheren vollständigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben. Auf die fehlenden Arbeitsmarkteffekte ist meine Kollegin Brigitte Pothmann schon überzeugend eingegangen. Vielleicht sollten Sie sich das noch mal genauer überlegen. Aber auch von einem gleitenden Übergang ins Alter, der Herr Kolper hat das eben schon angesprochen, ist da überhaupt keine Spur. Insofern geht der vorliegende Gesetzentwurf der SPD und auch der Antrag der Linken völlig an den Problemen vorbei und bieten überhaupt keine Lösung, sondern schreiben eine schlechte und teure Lösung einfach fort. Und, liebe Kolleginnen von SPD und Linken oder Sozialdemokraten aus anderen Parteien, Sie behaupten immer, dass Sie die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten. Was Sie hier vorlegen, liegt allerdings überhaupt nicht im Interesse der Erwerbstätigen. Es ist ja richtig. Vielen ist es nicht zuzumuten, dass sie bis 65 oder demnächst bis 67 arbeiten, weil die einfach nicht mehr können. Aber die meisten Menschen wollen nicht von heute auf morgen komplett aufhören, sondern die meisten Menschen wünschen sich tatsächlich einen gleitenden Übergang in den Ruhestand. Nehmen Sie das doch auch mal zur Kenntnis. Wenn Sie mit den Erwerbstätigen reden, kriegen Sie das auch mit. Ja, ich rede sehr oft mit Erwerbstätigen und ich komme selber aus einer Arbeiterfamilie. Ich habe da auch sehr viele persönliche Erfahrungen, auch aus dem engeren persönlichen Umfeld. Da brauchen Sie gar nicht die ganze Zeit immer so laut dazwischen zu rufen. Also deswegen, also was wir brauchen, sind flexiblere Möglichkeiten, sowohl später in Rente zu gehen, als auch früher in Rente zu gehen und mehr Möglichkeiten, tatsächlich Erwerbstätigkeit und Rentenbezug miteinander zu verbinden. Und wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir bis zu irgendeinem Alter Vollzeit arbeiten und dann zack, Knall auf Fall, überhaupt gar nichts mehr machen. Das schadet nämlich vielen Erwerbstätigen. Ich habe das am eigenen Leib im persönlichen Umfeld auch erfahren. Das ist für viele Menschen tatsächlich ein Problem, wenn sie von heute auf morgen ihren Arbeitsplatz komplett verlassen müssen. Und insofern vertreten sie nicht die Interessen der Erwerbstätigen in diesem Land. Andere Länder sind da schon wesentlich weiter, also wenn man nach Skandinavien guckt vor allen Dingen. Dort gibt es wesentlich flexiblere Möglichkeiten, den Rentenbezug teilweise vorzuziehen und dieses mit einer reduzierten Erwerbstätigkeit zu verbinden. Und das sind ja eher sozialdemokratische Länder und jetzt nicht neoliberale in Skandinavien. Das wird den Lebensbedingungen der Einzelnen wesentlich besser gerecht, als dies bei uns der Fall ist. Und das Ergebnis dort ist, dass im Durchschnitt die Erwerbsbeteiligung im Alter gestiegen ist und deutlich höher liegt als bei uns. Und das ist ein großer Erfolg dieser Regelung. Im Durchschnitt ist das gestiegen, aber es gibt gleichzeitig die Möglichkeit, tatsächlich auch früher in den Ruhestand zu gehen. Auch das ist sehr sinnvoll. Und wenn man das insgesamt nimmt, muss man halt schauen, dass es möglich sein muss, einfacher, unbürokratisch und sozial abgesichert früher in den Ruhestand zu gehen. Das ist die Richtung, in die wir auch gehen sollten. Ich komme zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass wir es den Menschen draußen schuldig sind, gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und längerer Lebenserwartungen mehr Möglichkeiten zu schaffen, wie sie den Übergang in den Ruhestand selbst gestalten können. Eine Verlängerung der geförderten Altersteilzeit, wie Sie das vorschlagen, trägt dazu überhaupt nicht bei. Wir Grünen setzen dann nach skandinavischem Vorbild auf ein stärkendes Konzept der Teilrente, wobei sichergestellt werden muss, dass auch bei frühzeitigem Ausstieg aus dem Erwerbsleben eine existenzsichernde Rente gewährleistet sein muss. Ich bin da gespannt auf die Vorschläge von allen Seiten und freue mich da auf eine konstruktive Zusammenarbeit in den nächsten 4 Jahren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.